So, und jetzt kümmern wir uns mal um hoffentlich den letzten von diesen Bienenviechern. Denn die sind doch recht nervig. Ja, genau du. Du bist sehr nervig. Ux. Ja, hier können wir auch nicht ausweichen. Ja, nervig zum einen, weil sie viel aushalten, zum anderen, weil sie viel austeilen und zum anderen, weil es viel zu viele davon gibt. Oh, und den wichtigsten Punkt habe ich natürlich vergessen. Sie sind scheiße laut. Also im Vergleich zu den anderen Ingame-Sounds jedenfalls. Ich muss immer schon richtig die Boxen total runterdrehen, damit ich dieses Bzzz nicht durchgehend höre. Und wegen euch darf ich auch jedes Mal nacheditieren. Also die hier und die blauen Flammen. Das heißt, ich muss dann jedes Mal raussuchen, wo die Viecher auftauchen. Und den ganzen Bereich dann von der Lautstärke herunterdrehen. Ja, so kann man Gegner hassen lernen. Einfach nur, weil sie Lautstärke produzieren. So, Schild in die Hand. Und gucken wir mal, was hier so geschützt wurde durch die ganzen Türen. Ein Schalter. Den drücken wir mal nicht und merken uns einfach. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang. Jede Menge Ketten und ein Schlüsselloch. Das passt doch. Wir haben ein paar Schlüssel gefunden. Da ist einer und da ist der andere. Ein leiser Raum. Das ist schon mal gut. Das heißt, keine Bienenviecher sind in der Nähe. Noch ein Schlüsselloch. Noch ein stiller Raum und noch eine Tür und noch ein Schlüsselloch. Ja, das sieht doch fast wie eine Anspielung auf Dungeon Master aus. Da gab es ja auch diesen einen Bereich, ich glaube drittes oder viertes Untergeschoss, wo man durch sechs Türen hintereinander gehen musste. Oder nee, fünf Türen waren es eigentlich nur. Und am Ende hat man einen Schlüssel überbehalten. Mal gucken, wie viele es hier werden. Also wir haben es ja eins, zwei, das ist die dritte. Und wo sind die ganzen Schlüssel geblieben? Wir waren. Ja, dahinter waren wir noch nicht. Oh, und die Truhe sieht da aus, als wenn noch was drin wäre. Da können wir noch lang und da können wir noch lang. Also ja, genug Plätze, wo sie Schlüssel verstecken könnten. Aber eigentlich wollte ich hier gerade was machen. Ah ja, genau, der Schalter. Also. Wo könnte der Schalter was verändern? Er könnte die Türen manipulieren, er könnte da unten irgendwas machen, dass wir da durchkommen, weil sonst haben wir keine wirkliche Möglichkeit. Der Stein flitzt tierisch schnell hin und her und die Gegner blockieren den Weg. Das heißt, selbst wenn wir die Zeit anhalten würden oder sonst was, könnten wir ihnen keinen Schaden zufügen und wir könnten auch nicht vorbei. Also müssen wir uns da vorstellen, die anhauen und durchgehen von dem Stein einen in die Seite reinbekommen. Das kann nicht Sinn des Ganzen sein. Also ja, vielleicht mit dem Schalter. Da eine Wand weg oder so, da sollten wir drauf achten. Oder da vielleicht was aufmachen, weil hier geht es ja anscheinend noch weiter. Gucken wir mal. Ja, die Türen sind auf jeden Fall schon mal alle auf. Dann wird wahrscheinlich auch nichts anderes aufgegangen sein. Nö, das war nur ein Notfallknopf, damit man hier wieder rauskommt. Schade. Und was stellen wir jetzt hier unten an? Na gut, gucken wir erstmal dahin. Das ist nicht ganz so schmerzhaft. Also, es ist anzunehmen, dass da hinzugehen nicht ganz so schmerzhaft ist, wie gegen Bienenmänner kämpfen und durchgehenden Stein in die Seite zu bekommen. So, hier lang. Und kaum spricht man von ihnen, tauchen sie schon auf. Zack, 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 zack. Da nehmen wir doch mal das andere Schwert in die Hand, in der Hoffnung, dass wir dadurch ein bisschen mehr Schaden machen und ein bisschen öfters treffen. Und springen immer schön hin und her. Zack, zack. Ja, wir sind flinker als eine Biene und schneller als ein Schmetterling. Oder wie war der Spruch von Tyson? Ich glaube, tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie eine Biene. Genau. Zzz. Oh, Kiste. Kiste ist schön. Kiste ist immer sehr gut. Ein Schlüssel. Das wäre dann Schlüssel Nummer 3. Und hier haben wir Druckplatten, die. Da war ein Bienending. Warum konnten wir das durch die Tür durchsehen? Also komisch. Ah, die Tür ist jetzt offen. Ist immer noch offen.
Oh, und es sind gleich zwei Bienendinger. Aber na gut. Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Bienenschwarm. Zack, zack. Ich hätte echt gern die Armbrust, die Feuerbälle schießt. Sowas von gerne. Ich bin glatt versucht, in der nächsten Pause, wo wir hochregenerieren, zurück zur Burg zu gehen und da den Waffensack zu suchen. Zumal wir eh noch ein paar lose Enden haben. Unter anderem auch in der Burg. Aber momentan läuft das ja richtig gut. Keine Ahnung, was los ist. Normalerweise sind meine Reflexe wesentlich langsamer. Und ich werde alle zwei, drei Versuche mit dem Hin- und Herspringen einmal getroffen. Aber bisher bin ich richtig flink. Muss der ganze Kaffee sein, den ich getrunken habe. So, stirb. Stirb. Wurden bisher noch kein Mal getroffen, kann das sein? Aber dafür sind wir jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal erschöpft. Noch geht's, aber wir sind jetzt überladen. Das ist gar nicht gut. Sogar mit 12 Kilo überladen. Unser Speer mit der breiten Klinge. Ja, wir haben schon vor 10 Folgen oder so aufgegeben, Waffen zu wechseln. Also schmeißen wir den mal hier auf den Boden, zusammen mit dem Stein und dem Stein. Und den Bolzen, die brauchen wir auch nicht. Auch wenn die fast nichts wiegen, die können trotzdem weg. Noch irgendwas, was wir aussortieren können. Die Skorpione. Ich habe den Verdacht, dass wir nur einen einzigen davon brauchten. Also schmeißen wir die auch mal alle runter. Weil irgendwie habe ich auch den Eindruck, dass diese Kisten ohne Ende. Aber kurz zu Ende sprechen. Dass dieser Schilfdungeon eigentlich echt nur dazu gedacht war, kurz durchzuhuschen. So wie dieses komische Hügelviech am Anfang da gesprochen hatte. Dass man echt nur durchrast und das war's dann. Und dann unterwegs einen Skorpion findet und gut ist. Und nicht das ganze Ding auseinandernimmt, so wie wir das gemacht haben. So, ein Fleischsymbol, das ist, geht so. Ein Fleischsymbol ist immer noch, geht so. Und ein Elfenbein-Dingens, also so eine Mana-Symbol-Geschichte. Das war jetzt nicht sehr toll. Kriegen wir die andere Tür auch noch irgendwie auf? Oh, immer noch zu. Immer noch zu. Immer noch zu. Stein. Ah, jetzt reicht der eine Stein natürlich wieder nicht. Sack. Doppelsack. Nö, reicht auch nicht. Was mit dir? Sack, Doppelsack, auch nicht. Wie kriegt man die Tür auf? Also da ist auf jeden Fall ein Bienenschwarm hinter. Ist hier noch irgendwo ein Schalter oder hier drin irgendwas, was man machen könnte? Ja, dem Bienenschwarm zuhören, das war's aber auch. Und hier ist auch keine flackernde Wand oder irgendein versteckter Schalter. Also, Tür ist zu. Immer noch zu. Ich will jetzt eigentlich keinen Block verschwenden bei sowas. Na gut. Machen wir da mal ein X, dass wir dann noch weiter müssen. Und gucken da später vorbei. Erstmal schauen wir jetzt da runter. Das heißt, wir müssen nach X. Osten. Und danach bleibt nicht mehr viel. Dann haben wir immer noch die Ecke, wo die beiden Bienenmänner oder Bienenschwärme schnell um die Ecke, wo die beiden Bienenschwärme den Weg versperren. Und ja, wir haben jetzt den dritten Schlüssel. Also können wir da oben auch noch gucken, ob es da weitergeht. Aber erstmal schauen wir hier. Hier ist es schön ruhig. Keine Bienen. Oh, und eine Kiste. Und ich höre Bienen. Schlüssel Nummer 4. Und ein Weiwernblut. Weiwernblut machte granitene Haut des Schutzes. Das haben wir inzwischen als Zauberspruch, aber der kostet irre viel Mana. Davon haben wir noch zwei dabei, oder? Wie lange hält der? Für eine Minute.
Nee, komm, das kommt alles in die Tasche. Genau wie die Fleischsymbole. Eins, zwei, waren das alle? Die Schlüssel packen wir auch mal zusammen. Die Münzen können auch hier rein. Und das Mana-Symbol-Dingens auch. Und der Rest ist unser Vorrat. Hier sind die ganzen Amulette. Nö, das war's dann. Na gut. Oh, wir sollten nicht mit einem Sack in der Hand kämpfen. Selbst wenn er voller magischen Dingensbummens ist. Das wäre auch lustig. Wir nehmen einfach den Sack, hauen damit zu und irgendein zufälliger Effekt entsteht aus den Gegenständen, die im Sack drin sind. Aber ja, irgendwie habe ich es mit den Säcken. Also zuallererst der Sack voll Steine, dann der Sack voll Waffen, dann der Sack voll Skorpione und jetzt der Sack voller magischer Dinge. Oh, und wir wurden getroffen. Mehrfach getroffen. Ich sollte weniger reden und mehr töten. Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Bienenschwarm. Also ja, es heißt eigentlich nur wie eine Biene. Warte mal, kriege ich den Originalspruch noch hin? Dance like a butterfly, sting like a bee? Ja, ich glaube, das war's. Nein, 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 was zur Hölle? Ah, ich mache gerade gar nichts. Das war eine böse, böse Drehfalle. Heilen. Also ich hoffe zumindest, dass es eine Drehfalle war. Ich bin ja immer noch ein bisschen paranoid, dass es eigentlich meine Tastatur ist, die mir nur einen Streich spielt alle Nase lang. Aber in einem anderen Dungeon haben wir es ja ausgetestet. Da trat das immer auf, wenn wir an bestimmte Stellen getreten sind. Aber hier passiert jetzt gerade rein gar nichts. Na gut. Das ignorieren wir jetzt einfach mal und warten, ob es nochmal auftritt oder nicht. Und wir sind schon wieder schwach und erschöpft. Wir sollten mal das Amulett wechseln. Was ist schon das Amulett der Stärke? Ja, das nervt irgendwie ziemlich, weil wir müssen ja durchgehend kämpfen. Dass es da keine Möglichkeit gibt, irgendwie Ausdauer wieder aufzufüllen und man nicht mehr schwach ist, finde ich schon ärgerlich. Oder ich habe es einfach übersehen. Vielleicht gibt es hier irgendeine Funktion. Oh, ich höre schon wieder auf, auszuweichen. Jetzt ist es endlich ruhig. Die tösen auch noch rum, obwohl sie schon tot sind. Das ist ja richtig nervig. So, kurz heilen. Und dann schauen wir mal, was in den Kisten drin ist. Noch so ein weißes Dingensbummens. Ein Amulett der Machtregeneration. Regeneriert Magiepunkte schneller. Das klingt doch mal sehr praktisch. Dafür wird die Stärke mal verstaut. Auch wenn wir immer noch schwach sind. Oh, war das alles? Mal kurz checken. Ja, war alles. Und ein goldenes Fleischsymbol. Das ist doch gleich viel besser als so ein Fleischdingens. Zumal das auch Gift heilt. Was hier irre praktisch. Gut, kein Drehdingens. Was hier irre praktisch ist, wie wir im letzten Dungeon festgestellt haben. Da die Gegengifttränke irgendwann alle sind. So, wo können wir jetzt noch lang? Wir müssen immer noch da rein. Obwohl wir nicht wissen, wie wir die Tür aufkriegen sollen. Und hinter den Bienen. Da kam schon Stein, roll vorbei. Schwupp und hinterher. Zack, zack, zack. Können wir die Blöcke vielleicht irgendwie benutzen? Ja, wir könnten die theoretisch da lang schieben, aber das haben wir schon mal gemacht, oder? Gucken wir mal. Chop, chop. Ja, und schieben wir ihn einmal durch. Zip. Oder genau gegen eine Säule. Können wir ihn oben lang schieben? Ne, dann kommen wir nicht wieder darum. Oh. Okay, das können wir also wohl knicken. Lauf einmal durch. Lux. Und nicht mitten in den Weg von einem Stein. Ja, haben wir schon mal versucht. Das sind die kümmerlichen Überreste. Das hat fast gar nicht funktioniert. Steiner dreimal gegengehauen, dann war es das. Ja. Was machen wir da? Erstmal abspeichern. Speichern LP 36.